Und dann willkommen zurück bei Pokémon als Team Rocket in Feuerrot. Wir sind immer noch im Lavender Tower. Und versuchen uns den Weg hier durch das unsichtbare Zeug, Gas zu. Ja, zu schaffen. Was jetzt? Außer er setzt Kurs ein. Oh. Konfus. Strahl ist daneben gegangen. Wenigstens Level 20 erreichen wir noch. Danach müssen wir was anderes ein. Ausdenken gegen die ganzen. Ja? Gegen die Nebulak. Aber das kriegen wir auch noch down, so. Na, muss ich entwickeln, oder das wäre mal nice. Ich habe halt nichts mehr und jetzt. Doch, wir haben noch Beeren, ne? Okay, Horrorblick. Zieht wenigstens 6 ab, aber das heißt auch, wir sind hier noch nicht durch, wir kriegen das nicht von Hit. Und jetzt kille sie selbst. Danke sehr dafür. Da ist unser Gary wieder. Und noch lebt unser. Ja. Leckmon aber nach dem Kampf nicht mehr. Oder doch? Es killt sich wieder. Das ist so krass, dass die sich mit Curse jetzt alle selber immer killen. Weil halb schaffen wir es. Dann sind wir schon Level 21. Unser Fleckmon macht hier einen guten Job bisher. Superball. Ein Elixier. So, jetzt sind wir bald wieder bei Gary und da ist das aus auch schon, da ist die Treppe schon. Jetzt bitte, bitte nochmal Curse, bitte tu mir den Gefallen doch einfach. Danke. Also wenn die weiter so gegen mich spielen, die anderen Spieler waren zum Teil echt gar nicht so schlecht, die haben zum Teil coole Strategien eingesetzt, auch mit sehr viel Ausweichen und so weiter. Aber das... Oben ist noch so ein Gentleman, sollen wir gegen den auch noch kämpfen? Der Opa, der gibt uns doch sicherlich einen Pokémon ab, der alte Narr. Pantymos. Haben wir kein gutes Matchup gegen? Hat gefehlt. Oh, wir hätten jetzt Sandwurm auch einsetzen können. Weil das.
So, das zweimal, es kommt noch ein drittes Mal. Das ist nicht gut. Der Topsy ist bald weg. Dachte echt, das würde viel abziehen, fliegen. Also Flugattacken. Attacke zieht mehr ab. Dumm. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Wenn jetzt noch mal so ein Pokémon hat. Hitpoints zieht das aus, was nachnehmen ist am Anfang richtig gut. Okay. Ja, Leute, wir haben hier gerade echt, also wir sind noch nicht so gut ausbalanciert im Team. Es ist totaler Scheiß, was ich hier gemacht habe. Natürlich. Weißt du, wir verlieren hier eh schon alles. Und dann kommt auch noch sowas dazu. Ich muss den Zeilen gehen. Ich hoffe, wir werden geheilt. Ich bin so dämlich. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal den Weg zu finden. Das war so schwierig. Aber wir haben auch keine Tränke geholt. Und jetzt sind wir fast komplett down. Wir müssen noch mal runter. Wir haben alles tot. Und wir können ja vor den wilden Pokémon hier nicht mal fliehen ordentlich. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall voll heilen. Haben wir einen Fluchtsaal? Haben wir. Mr. Mime stehen, wir haben ja einen Ghastly. Yes. Okay. So. Item. Dann hören wir mal, was Gary gleich zu sagen hat noch und wie es dann weitergeht. Aber wir mussten jetzt heilen, das wäre nicht mehr gut gegangen. Wir müssen gucken, dass unser Fleckmon, ja, ist jetzt ein paar Level höher, aber das können wir halt echt noch gut trainieren. Das setzen wir jetzt auch so lange wie... Achso, das ist noch... Das ist ganz gut. Wir kaufen auch mal ein paar Tränke wahrscheinlich mal ein. Aber ich bin kriminell, die geben mir nichts mehr. Das Spiel wird unfair, ich kann keine Tränke mehr holen. Was? Ach guck mal, der Nebel ist weg jetzt.
Da war eben auch kein Nebel. Da ist die Treppe. Da geht's weiter. Noch ein Nebulak. Sorry, dass ich gerade ein bisschen weniger rede. Ich bin hier voll konzentriert darauf, irgendwas zu finden. Jawohl, töte dich selbst bitte. Danke. Liebe es. Bist du eigentlich die Superinstitution von einem Team Rockets? Mein Opa hat mir immer erzählt, dass alles eine rationale Erklärung hat in der Welt, aber dieser Platz, der ist really. Es ist ja. Weil diese Exorzistinnen und. Die sind so weird und komisch, das. Kann nicht sein. Diese Protected Zone oben. Ach, guck mal hier. Die ist mit weißer Magie besetzt und wenn du reingehst, dann fühlst du dich total entspannt. Let's go. Weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Weiter. Die Welt ist nicht so klar, wie sie immer scheint und wie mein Opa sie erklärt hat. Also haben wir hier auf jeden Fall diese Zone. Hätten wir also, ja doch, wir haben hier noch einen Kampf gehabt. Wir hätten es auf jeden Fall machen sollen. Oh, ein Haunter schon. Unser rosa Fleck, bitte setz Curse ein. Bitte. Ne, schade. Das wird jetzt nochmal übel, weil wir den nicht two-hitten. Das heißt, der kann uns da nicht töten. Aber oh, fast. Natürlich auch. Ja. Das ist sehr schlau. Nicht. Jetzt haben wir ein Level, aber wir sind schon fast komplett tot. Aber da ist ja diese Zone zum Heilen. Haben wir gehört. Insetech. Da ist ein kleiner Junge. Was immer der da macht. Und wir gucken, dass wir unser Fleckmon. Ich weiß, wir trainieren gerade ein Pokémon relativ hoch, aber das ist halt gerade echt gut hier zu trainieren. Das sollten wir jetzt auch mal nutzen. Dann können wir bald ja auch andere Pokémon wieder hier trainieren. Aber das ist echt ganz gut, dass das mal hochgepusht wird. Weil wie man merkt, ist Fleckmon aufgrund der Geschwindigkeit eh nicht so super zu trainieren. Und wenn das hier relativ gut geht, sollten wir das echt davon Gebrauch machen. Die anderen Pokémon sind da eh nicht so gut. So, jetzt haben wir das. Okay, wir können ein bisschen immer sehen. Aber nicht so viel. Es geht.
Und dann bist du auch weg. Dann sind wir bald schon über 23. Dann sind wir bald mit den mit einem Pokémon mit dem auf einem Level. Die anderen noch lange nicht. Nugget ist gut. Da ist ein kleiner Junge. Und auch der hat Nebulax. Okay, das darf der auch ruhig einsetzen. Horrorblick auch, der macht uns keinen Schaden, das ist okay. Mal ganz gechillt besiegen. Level 23 werden. Da ist es auch schon passiert. Oh. Das werden wir auf jeden Fall lernen für Tackle. Nee, noch ein Nebulak. Mal gucken, was er als drittes hat, weil das haben wir schon. Arbok, nee, bleiben wir jetzt auch mal dabei ausnahmsweise. Auch ein Gift-Pokémon. Oh. Nicht so nice. Was? Alter, der ist so jetzt richtig eingeheizt. Okay, anderes Pokémon. Wir versuchen es mal mit unserem Taubsi. Neues. Nice. Das ist echt gut, wie das hier läuft. Wir haben echt, ich muss demnächst nochmal trainieren. Macht das jetzt auch One-Hit weg? Nee. War aber die falsche Attacke. Nur war doch die richtige. Wir ziehen ihm einfach mal fast nichts ab. Jetzt haben wir noch viel Auswahl. Da wollte ich andere Pokémon trainieren, das geht ja super, wie man merkt. Selbst da zieht er relativ viel ab, ne? Aber jetzt ist er down. Wir können es hier voll heilen, das ist gut. Holen uns das Arbok sofort mal mit. Haben wir das schon? Ja, ich glaube schon. Wir haben schon Retter, ne? Lassen jetzt mal. So. Okay. Hier geht's zur nächsten Etage. Hier speichern wir mal und dann machen wir beim nächsten Mal weiter und gucken mal, wie es weitergeht, wenn wir Richtung, ja, Richtung Mr. Fuji kommen. Bis dahin, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.